ich hoffe, euch geht's gut. Wir essen heute einen Tag lang nur XXL-Sachen. Das Ganze habe ich schon mal gemacht und ich fand's so lustig. Deswegen machen wir es heute nochmal. Wir waren gerade eben schon einkaufen. Wir sind ein bisschen erkältet, deswegen sind wir jetzt eigentlich schon nach dem Einkaufen komplett fertig. Wir würden uns am liebsten auf die Couch legen. Aber Frühstück wartet, ich würde sagen. Let's go. Zum Frühstück machen wir uns ein XXL-Brötchen. Wir ignorieren mal, dass das eigentlich ein Brot ist. Es sieht aus wie ein Brötchen, okay? Und dazu machen wir uns einen kleinen Eiskaffee. Damit wir euch schön wach werden. Unser Brötchen ist genauso groß wie der Teller. Also wenn wir nicht zum Frühstück satt werden, weiß ich auch nicht. Da kommt erstmal fette Butter drauf. Wie viel Butter brauche ich jetzt dafür? Also wenn wir heute nicht satt werden, dann machen wir was falsch. Ich glaube, wir können ja die ganze Woche noch davon essen. So, auf die untere Hälfte kommen jetzt Salat. Oh Gott. Salatblätter drauf. Ich glaube, das hätte auch gereicht. Wir haben gerade zum ersten Mal diese wie Hähnchenbrust-Wurst gegessen. Ich finde, es geht fit. Was sagst du? Also wir haben sie pur gegessen. Pur war es jetzt halt nicht so. Also pur würde ich mir eine 5 von 10 geben. Sie ist einfach süß und grün. Sie sieht echt grün aus. Dann hauen wir noch ein paar Scheiben drauf. Hast du nicht gleich die ganze Packung eigentlich? Ich habe jetzt mal wirklich die ganze Packung drauf gemacht. Man soll ja auch irgendwas schmecken davon. Wir haben hier noch so eine vegane Tzatziki-Soße gefunden. Ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen oben drauf. Wird so ein bisschen ein Sandwich. Ist auch ein bisschen Gurke. Ein bisschen Tomate. Und jetzt kommt das obere Teil wieder drauf. Alter. Und sagst du, ey, Brötchen, Sandwich, wie man es auch nennen will, ist fertig. Jetzt fehlt noch der Eiskaffee. Das Ganze kommt in dieses Glas hier rein. Das ist auch XXL. Also, ich weiß nicht, wir sollten uns das auf jeden Fall teilen, weil wenn ich das alleine trinke, schlafe ich morgen immer noch nicht von dem ganzen Koffein. Okay, wir brauchen erstmal Kaffeepulver. Das mischen wir jetzt mit Wasser. Okay, wir brauchen Milch. Viel Milch. Ja, gut. Die Packung ist leer. Die war voll. Unser Kaffee. Ups. Stabil. Kommt jetzt zu der Milch. So. Wir machen ein Karamell-Kaffee, deswegen kommt da noch Karamellsirup rein. Ja, jetzt soll ich das jetzt fast reinmachen. So, warte. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Milch. Ich mag nämlich diesen Milchschaum sehr, sehr gerne. Jetzt schäumen wir das Ganze auf. Schaum kommt oben rauf. Und zum Topping noch ein bisschen Karamellsoße. Also, ich find's so witzig. Das sieht geil aus. Probier mal den Kaffee. Da fehlt ein bisschen Zucker drin. Wie fange ich an? Du brauchst einen größeren Mund. Ah. Ein bisschen Brot. Ja, hau rein. Keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Jawoll. Aber schmeckt's? Schmeckt gut. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich will es auch nochmal probieren. Ja, safe. Wir teilen uns das natürlich, ne? Also, es wäre jetzt dumm, wenn wir zwei davon machen würden. Also in der Küche kein zweites Baguette oder Brötchen oder Brot, wie man es nennen möchte. Alter, ist das ein Monsterding. Aber schmeckt echt gut, muss ich sagen. Satt werden wir auf jeden Fall davon. Und wie schmeckt der? Ah, oben schmeckt er gar nicht. Der Part aus dem Strohhalm unten, der ist geil. Aber hier oben, glaube ich, der Bereich... Ist halt gefühlt nur pur Milch. Muss man durch. Mal gucken, ob wir das jetzt überhaupt schaffen werden oder ob wir morgen immer noch dann ein Frühstück haben. Bisschen später, wir haben Hälfte gemacht. Meine Hälfte ist halt echt schon weg. Wie geht's dir? Bin noch am Kämpfen. Aber ich muss ehrlich sagen, das war richtig geil. Ich dachte, ich wäre satter. Sagen wir es so. Wir haben aufgegessen. Das Einzige, was noch übrig geblieben ist, ist dieser Eiskaffee. Es ist übrigens schon mittlerweile kurz nach 2. Heute gibt es bei uns etwas später Frühstück. Max war gestern zum Beispiel noch lange wach. Deswegen sind wir ein bisschen später schlafen gegangen, haben ein bisschen länger geschlafen, mussten dann noch einkaufen und sind vor kurzem erst wieder gekommen. Deswegen heute etwas später Frühstück. Ich freue mich schon so fett auf das Essen nachher. Wir haben was Geiles vor. Etwas später ist es Zeit fürs Mittagessen und wir haben uns überlegt, Burger zu machen mit Pommes. Natürlich ein XXL Burger und XXL Pommes. Wir haben heute Morgen schon für die Burger Buns den Teig selber gemacht, weil es gibt nirgendwo so richtig große Burgerbrötchen, beziehungsweise wir haben sie nirgendwo gefunden. Falls es irgendwo welche gibt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann muss ich es nächstes Mal nicht selber machen. Ich hoffe nämlich, dass es funktioniert. Ich habe das Rezept auf TikTok gesehen und der Teig sollte eigentlich so 12 bis 15 Stunden ruhen. Bei uns hat er jetzt also 5 Stunden geruht. Wir machen schon mal den Teig für die Burger wollte ich schon sagen. Max ist so lieb und knetet das Ganze einmal durch. Da sind jetzt 500 Gramm Mehl drin. 75 Gramm Milch, 3 Eier, Salz, Pfeffer, Hefe und 75 Gramm Butter. So sieht der jetzt aus. Ich zeige euch, wie er dann gleich aussieht, wenn wir die Burger machen. So sieht er aus. Jo, ist hier so weich. Irgendwie sieht er ganz anders aus als bei dem Typen im Video.
Ja. Ich versuche es jetzt auch so ein bisschen größer zu machen. Ich hoffe, dass er nachher aufgeht. Ich hoffe, dass er halt nachher auch gleichmäßig wird. Ja, wird schon klappen. Ich glaube, es dauert ein bisschen, bis das Mittagessen fertig ist. Bitte geh auf. Bitte werd gut. Während das Burgerbrötchen noch im Ofen ist, habe ich währenddessen Kartoffeln geschält und kleingeschnitten, jetzt kochen gestellt. Die sind auch so gut wie fertig. Daraus machen wir nämlich gleich XXL Pommes. Wie, zeige ich euch gleich. Aber erstmal fange ich jetzt an mit der Burger-Boulette und dafür nehmen wir zweimal dieses vegane Hack von Rewe und versuch die ganze Form mit der Pfanne auszufüllen und daraus halt eine Boulette zu machen. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe die jetzt ein bisschen gewürzt mit Pfeffer und Kräutermix, habe noch ein Ei reingemacht und jetzt so verteilt. Wie will man das wenden? Weiß ich noch nicht. Oh, das sieht irgendwie nicht so lecker aus. Aber wir brauchen jetzt die Kartoffeln. Kartoffeln werden gestampft. Ich habe die gestampften Kartoffeln mit ein bisschen Pfeffer, Paprikapulver und Stärke gemischt und dann so zu einem Teig gemacht und ausgerollt. Jetzt die Kanten abgeschnitten. Und jetzt schneiden wir die Pommes zu. Das wird eine Pommes. Oh mein Gott. Hoffentlich die zweite. Ich hoffe, das klappt gleich. Jetzt müssen wir das gleich nur noch frittieren. Und hier schon mal unser unteres Burgerbrötchen. Ich habe die Soße jetzt auf die obere und die untere Hälfte gemacht. Und jetzt belegen wir das Ganze mit Salat, Fleisch, Gurken, Tomaten und Zwiebeln. Mir ist gerade eingefallen, wir haben vergessen, Käse auf die Boulette zu machen. Wir wollten eigentlich Cheeseburger machen, aber da wird es eben nur ein Hamburger. Auf jeden Fall kommt jetzt die obere Hälfte wieder rauf. Der Burger ist fertig. Stopp, ich habe die Zwiebeln vergessen. Was sagst du zu unserem kleinen, aber feinen Mittagessen? Sieht aus wie diese fetten Colas, die man in Kinos bekommt. Stimmt. Hier sind noch ein paar Pommes, die uns nicht so gelungen sind. Das sind fast 1,5 Liter Cola. Heb den mal hoch, denn bestimmt wollen wir den mal wiegen. Ich hole eine Waage. Ja, alles klar. Wir wiegen den jetzt zwar mit Teller, aber 2,5 Kilogramm. Krass. Wie wollen wir das schaffen, ist die Frage. Ich weiß nicht, ich probiere jetzt erstmal die Pommes. Aber die sehen geil aus, die Pommes, muss ich sagen. Schmeckt gut. Sehr gut. Okay, Mathe, das hier ist die größte. Verlängerte. Oh nein. Aber sie schmecken gut. Bevor ich da reinbeiße, das ist fast 2 Stunden Arbeit hier, ne? Ja, das fast 2 Stunden in der Küche. Das ist krass. Und ihr wisst nicht, wie die Küche aussieht. Die sieht echt schlimm aus. Würde aber genauso lange dauern, die sauber zu machen. Erstmal ein Schluck Cola. Das Burgerbrötchen ist ein bisschen wie Kuchen geworden. Hä, was? Echt jetzt? Oh nein. Das hat so eine Kuchenkonsistenz. Ja. Ich schneide den jetzt in der Mitte durch. Ich werde keine Hälfte davon schaffen. Ich denke, wir werden davon morgen noch essen. Junge! Deine Hälfte? Alter, das ist ja nicht mehr normal. Das wird ein Challenge sein, das Ding zu essen, ehrlich. Und? Ja, es geht. Es wird richtig hart, aber schmeckt. Ich würde sagen, wir hauen jetzt mal rein. Ich zeige euch, wie viel gleich noch übrig geblieben ist. Das sieht echt unappetitlich aus. Kleiner Zwischenstand. Ja, ich habe nicht mal die Hälfte geschafft. Dieses Brot macht einfach so satt. Wir wollten eigentlich später noch eine XXL-Pizza bestellen, um halt nochmal zum Abend XXL zu essen. Aber das werden wir heute auf jeden Fall nicht mehr machen. Wenn wir später noch Hunger haben, werden wir die restlichen Burger essen. Die Pommes haben wir so gut wie aufgegessen. Es wird Zeit für einen kleinen Drink. Ein bisschen Wasser. Das hier ist sogar extra als Weinglas gedacht. Gibt's bei Teddy, wer sich's nachkaufen möchte. Aber wir haben noch theoretisch einen Snack. XXL-Schokolade. Das ist praktisch gut. Es gibt die ja so in klein. Und das ist die große Version. Ich mache jetzt hier einfach mal ein kleines Stück auf. Ich finde die mit diesen Knusperflakes ist die beste. Ja, ich würde sagen, Prost. Das trinken wir jetzt noch aus. Ansonsten war es das heute. Ich bin so satt. Es war einfach viel zu viel heute. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare. Und ob wir das Ganze nochmal umgekehrt machen sollen und einen Tag lang nur so Mini-Sachen essen sollen. Wir haben die ganze Zeit nach großen Sachen gesucht, aber haben so viele kleine Sachen gefunden. Deswegen können wir das auch gerne nochmal machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.